Ja, hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Onkel Nu mit dem Euro Truck Simulator 2, Osterweiterung und Modifikationen. Wir fahren weiter. Denn wir sind in Richtung Polen unterwegs. Wie geht's denn hier raus? Hier? Hallo? Was ist das denn? Moment mal. Kleiner Moment. Da stimmt aber nicht. Hier ist eine Barriere? Hier ist eine Mauer? Tatsächlich. Sehr eigenartig. Wie komme ich denn hier wieder raus? Das ist ja ein Ding. Ich habe noch nicht erlebt. Hopp. Hier ist auch eine Mauer. Oder? Ich kann nicht lenken. Was ist das denn? Ich will hier raus, aber ganz schnell. Ist mir unheimlich. Boah. Ich noch nie erlebt. Mensch, hier stimmt da was nicht. So, dann, ja. Sehr eigenartig. Ja, also ehrlich. Ja, dann ist ja ein Ding hier. Ich habe jetzt mal die vertikale Synchronität ausgeschaltet, aber bringt auch nichts. Bleibt bei 30. Keine Ahnung. Ach, ich fahre viel zu schnell. Momentens. Ich bin jetzt daneben. So. Automatik. So, 10 Stunden haben wir. Wann müssen wir denn liefern? Ach, in 27 Stunden. Oh, nächste Pause muss ich machen. Hoppla. Ja. Haben wir jetzt bei der nächsten Möglichkeit. Irgendwas. Wo ist eigentlich rechts oben mein kleiner Spiegel? Ist weg.
sehr eigenartig. Warte mal, ich guck mal eben. Entschuldigung. Ich brauche einen Rastplatz oder sowas. Ach du Schande. Hier? Da wäre einer. Ich könnte hier bei Schenker pennen. Ja. Okay. Bin ich ja beruhigt. Denn jetzt noch eine Strafe, weil ich die Ruhezeit nicht einhalte, habe ich keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, wie hoch die ist. Aber bestimmt eine fette Knolle. Naja, klar. Ach ja. Magdeburg, Leipzig, Berlin. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch abzahlen muss von dem Kredit. Bestimmt noch 98.000 oder sowas. Oder mehr. Schaffen wir mit der Fahrt gar nicht. Moment. Das schaffen wir doch gar nicht. Ich krieg dafür 41.000. Nee. Ah. Das wird aber knapp. Scheiße. Ah. Ich bin eine Bandliese. Hey, ein Flieger. Nee, ey. Im Moment gehen mir irgendwie tausend Sachen durch den Kopf. So, ich könnte hier pennen. Ja, mache ich auch. Wird mir sonst zu knapp. Da war doch irgendwo links hier, ne? Bremst mich bloß nicht aus, Freundchen. Warte mal. Ja, da wo ich jetzt rechts abbiegen müsste, müsste ich links abbiegen dann. Zu schlafen. Das mache ich auch. Falls das geht auf so einem Betriebshof mit Ware. Jetzt bin ich gespannt. Oh, fahr. Ach, hier rechts. Hier rechts ist was zum Pennen. Wo denn? Konfus. Auch ein Parkplatz. Und wo ist für LKWs? Rechts. Ganz rechts wieder. Möglichst nicht erreichbar. Ja, das war doch klar. Unfall verursacht, ja klar. Super, freut mich.
Ach nee. Komm, schlafen. Komme ich denn da jetzt weiter oder muss ich da rückwärts raus? Oh, ist das super. Rückwärts raus. Ich kann kotzen. Einfach nur kotzen. Hier ist wieder diese rechts diese komische Verladefläche. Standard. Um die Spieler zu ärgern. Meine Güte. So. Geht nix. Dann fahren wir mal. Okay. Gib Gas. Nächste in 9 Stunden 36. 10 Stunden 54, das schaffen wir. Haben wir denn hier einen Flughafen in Rostock? Die sitzen dauernd Maschinen zur Landung an. So, ich habe mal, weil ich noch Lust hatte weiterzuspielen, meine Festplatte entrümpelt, alles Mögliche runtergeschmissen, was ich noch irgendwie verzichten kann und sie mal defragmentiert. Kann mal wieder einige Let's Plays aufnehmen, weil ich weiß nicht, ob ich Montag schon dazu komme, eine neue zu kaufen. Ich bin nicht sicher. Irgendwann die Woche dann. Ja, jetzt haben wir ein paar Frames mehr. 32, naja, ist nicht doll. Also die ultra hohen Einstellungen habe ich gelassen. Wollte ich jetzt nicht dran rumfummeln. Da muss auch so gehen. Ah, jetzt wird es gleich dunkel. Naja. Da ist das Video nicht so groß, wenn es so dunkel ist. Aber bis hier hätten wir es auch geschafft. Bis zu dem Parkplatz. Naja, egal. So. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Noch einmal schlafen. Ne, brauche ich gar nicht, ne? Ne, brauche ich gar nicht. Wenn nichts dazwischen kommt. Ui. Steigung. Ich bin mal gespannt, wann ich den nächsten Motor reinpflanzen kann, den etwas stärker. Obwohl, der ist okay. Ich muss ja erst noch ein paar Autohändler aufdecken, damit ich mal ein bisschen Angebot habe auch. Wobei der Volvo nicht schlecht ist, muss ich sagen. Also, schon okay.
Übersichtlich. Ich sehe ihn ja von außen nicht. Junge. Da kommt jemand. Mist. Komm, versuchen wir mal, oder? Es ist Harakiri. Es ist Harakiri. Absolut Harakiri. Nee, das ist nix. Das ist scheiße. Oh, nee. So würde ich ja auch in Wirklichkeit auch nicht fahren. Eine schöne Strecke. Mal bergab, finde ich gut. Wir fressen die Kilometer. Ich bin mal gespannt, ob wir in Polen nur Landstraße fahren. Ich meine, wenn die so ist, ist ja okay. Aber meistens hast du ja bei LKWs vor dir, die nicht aus den Hufen kommen. Tja. Ich habe eben noch ein paar Lachsschnittchen reingedrückt. Mal gekriegt. Lecker. Vier Schnittchen habe ich gegessen. Oh, 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 oh. Na? Oh, geht. So kommt sie über so eine Ampel. Ja, ein bisschen langsamer. So, ach, es geht wieder auf die Autobahn. Tschechien. Steht die? Nee, ich muss noch ein Stück geradeaus. Ich muss dem hinten folgen. Schön hochziehen. Ja, so ist schön. Kloster Zismar. Ja, Berlin ist ja nicht weit von Polen entfernt, ne? Früher habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Da war für mich immer Berlin irgendwo mitten in Deutschland. Super. Bis ich dann hier hingezogen bin, habe ich gedacht, Mensch, da von wegen mitten in Deutschland. Das liegt ja fast an der polnischen Grenze. Jetzt immer etwas überzogen gesehen, ja. Aber ist nicht weit.
Ich bin schon nach Buren gefahren zum McDonald's, um was zu futtern. Einfach mal aus Spaß. Da kriegte man die Mayonnaise noch mit dem Löffelchen portioniert. Auf dem weißen Schälchen. Nix Tube aufreißen. Ja, dann hatte ich meine Arbeitskollegin, deren Eltern, die wohnten in Stettin, wo wir jetzt schon mal hier sind. Und das war irgendwie auch eine ganz süße Frau, ja. Erziehung für mich, hätte Papa sein können. Und die hat mich mal eingeladen zu den Eltern. Er sagte, brauchst auch keine Angst haben, der Wagen wird nicht geklaut. Ich habe diese Vorurteile nicht, ja. Ganz ehrlich gesagt, habe ich nicht. Überall werden Wagen geklaut, aber die Polen müssen nun mal herhalten dafür, ja, für dieses Klischee. Na gut. Und sagte, der Wagen wird auch nicht geklaut. Den stellst du so ab, dass wir den aus dem Fenster im Auge behalten können. Da wird immer einer aufpassen. Und das war, ich komme da an. Leute, das war eine Gegend, habe ich gedacht, wir haben vielleicht ein Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg. Das sah wie zerbombt aus. Die Häuser verfallen, Risse. Naja, Farbe hatten die wahrscheinlich 40, 50 Jahre nicht gesehen. Und ich denke, Mensch, tatsächlich, da wohnen Leute drin, da waren Gardinen an den Fenstern, ja. Und dann führte mich dahin, ich denke, hoffentlich wohnen die nicht hier, ne, doch. Dann sind wir dann so ein Treppenhaus hoch. Ja, so ein ziemlich kaputtes Treppenhaus. Aber es war so gesehen sicher anscheinend, ja. Wir sind gut oben angekommen. Und da muss ich sagen, ich habe so einen herzlichen Empfang selten erlebt. Ja. Ich meine, die kannten mich nicht, die Eltern. Und dann waren, es waren nicht nur die Eltern da, es hat sich rumgesprochen, dass wir zum Kaffee mal eben vorbeikommen wollten. Denn wir wollten eigentlich, hat sie mich überredet, ich wollte einfach nach Usedom fahren, an die Ostsee. Ich wollte ins Wasser. War ein klasse Tag, klasse Wochenende, schönes Wetter. Und er sagte, dann komm doch. Usedom ist ja nicht weit von Polen entfernt, an der Küste. Ich weiß jetzt nicht mehr den Ort. Irgendwann mit P war das. Poczporowczo oder so, keine Ahnung. Ein kleiner Ort an der Küste in Polen. Und da ist die Hölle los. Ich sage, wieso die Hölle? Ja, muss ich dir vorstellen, ist ungefähr so wie Arenal in Mallorca. Früher. Heute ist ja auch zahm. Ja, und tatsächlich, da kommen wir mal später zu. So, wir waren auf jeden Fall bei den Eltern. Dann haben die aufgetischt. Ja, nicht nur einen Schluck Kaffee und ich sag mal ein Stückchen Keks oder so. Nein, tablettweise kamen die da an mit Brötchen. Halben Brötchen. Und belegt mit all, also die haben sich wirklich ins Zeug gelegt, ja. Wer sollte das essen vor allen Dingen, ja? Naja, ich wollte mich jetzt nicht lumpen lassen. Ich habe ordentlich zugegriffen. Das haben die auch gerne gesehen. Ja, da waren die Brötchen, die waren nicht alle. Ich konnte dann nicht mehr. Da kam der Nachtisch. Irgendwelches Zuckergebäck und dergleichen. Ach Gott, wir waren froh, als wir wieder raus waren, ja. Wir haben noch gequatscht mit denen und die waren also alle so hellauf begeistert und wirklich ein ganz liebes Volk, ja. Ja, dann sind wir weitergefahren und ich sag, also, das erzähle ich euch beim nächsten Mal, was dann alles passierte. Das war einfach nur geil. Eigentlich wollte ich nur mal eben ans Wasser. In Usedom. Die Füße reinhalten, Soft-Eis kaufen. Naja, und dann, wie gesagt, hat sie mich dann zu einer Polentour überredet.
das war schon geil. So, ich guck mal eben nach. 7 Stunden. Und 6 haben wir noch zu fahren. Ich müsste mal anhalten zum Rendern. Haben jetzt gleich 26 Minuten um. Aber hier ist auch ein bisschen blöd, ne? Muss ich sagen. Mit anhalten. Naja, eigentlich ist ja egal, wo ich halte. Ich kann ja mitten auf der Straße halten. Das macht dem Spiel ja nichts, wenn ich speichere. Aber hier ist auch wirklich ein bisschen blöd. Das erzähle ich Ihnen beim nächsten Mal weiter. Das war einfach nur goldig. So. Da hier doch nichts kommt, hier ist ja wirklich nichts, halte ich hier mal. Okay. Dann speichern wir mal kurz. LP 016, glaube ich mindestens, ja. Okay, Leute, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Dann erzähle ich euch weiter, was in Polen passierte. Ja, bis dann, ciao, ciao und bye, bye, euer Onkel Noob.